Hi Freunde und willkommen zurück zu FIFA 20. Ja, wo sind wir stehen geblieben? Ich glaube, wir machen jetzt nächstes unser Spiel gegen RB Leipzig. Ja, schauen wir mal, wie es klappt. Ich bin mir nicht sicher. Ich bin ein bisschen krank geworden. Das ist nicht ganz so praktisch, aber ja, es hilft ja nichts, ne? Ach so, ja, das müssen wir auch noch machen, wa? Zack. So. Alles egal. Der Regen nimmt kein Ende hier in Mönchengladbach. Aber dennoch willkommen hier im Borussia-Park. Wieder Regen. Am Mikrofon sind natürlich auch heute wieder Wolf Fuß und der Kollege Frank Buschmann. Und wir freuen uns auf ein Spiel in der Bundesliga. Borussia Mönchengladbach gegen RB Leipzig. Wir sind also in der Liga zu Gast. Eine sehr reizvolle Partie. Zwei interessante Mannschaften, vor allem in dieser Saisonphase. Da ist das sowas wie ein Highlight. Die Stimmung ist riesig. Ah. Amadou Haidara. Das ist die Startaufstellung der Gladbacher heute. Auf der Torhüterposition Jan Sommer. Ibrahima Traoré steht gemeinsam mit Dennis Zakaria im Zentrum. Und sie versuchen es heute mit zwei Stürmern. Da bin ich mal gespannt, wie das dann im Spiel aussehen wird. Fängt diesen Ball ab. Da haben wir die Aufstellung von RB Leipzig. Sie sind heute recht defensiv eingestellt, oder sehe ich es falsch, Buschi? Ja, sieht erstmal so aus, aber die Außenverteidiger gehen natürlich mit. Geht er rein? Da passt er mal auf und macht das problemlos. Heute bekommen wir also ihren neuen Stürmer zum ersten Mal in Aktion zu sehen. Richtig, Wolf. Und mal sehen, ob er die sehr hohen Erwartungen an ihn auch gleich in der ersten Partie erfüllen kann. Stefan Leiner. Strobel. Ibrahima Traoré. Ja. Und jetzt ist der Ball geklärt. Dick wäre da toll. Stark vom Verteidiger. Warum? Gewinne ich die Kopfballduell nicht? Bertrand. Da kommt der Pass auf außen. Yusuf Paulsen. Ah, geht doch. Sehr schön. Dennis Zakaria. Nico Elvedi. Da haben sie den Ball. Gut gemacht. Come on. Könnte jetzt was werden. Da kommt die Hereingabe. Super Aktion. Gut geklärt. Strobel. Klasse Aktion. Immer die Fehlpässe, ne? Wahnsinn. Jetzt der Ballverlust. Oh, lauf, 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 lauf. Der hält den noch fest. Kann nicht den dann ernst sein. Jetzt haben sie den Ball verloren. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Sauber. Sauber. Schönes Zuspiel hier. Ja. Die versuchen es. Tolle Parade. Einwurf für Gladbach. Schade. Ibrahima Traoré. Dennis Zakaria. Tobias Strobel. Tobias Strobel! Wenn so ein Volley reingeht, steht das Stadion Kopf. Aber wenn dann so ein Ding dabei rumkommt, dann ist es eher frustrierend. Schade. Amadou Haidara. Ethan Apadu. Jetzt wieder Ballbesitz für Gladbach. Super dieses Zuspiel. Oh nee, bleibt er noch stehen. Yusuf Paulsen. Da ist er frei, er schießt, aber gehalten. Unglaublich, da waren schon alle geschlagen in dieser Situation. Nur der Torwart ist noch da und reagiert großartig. Ah, schießen wir mal. Schön. Schön. Ibrahima Traoré. Gladbach über den Flügel jetzt. Was macht er draus? Nein! Oh, macht er gut hier. Gladbach aufgepasst. Willst du mich verarschen?
Yusuf Paulsen. Super dazwischen gegangen. Schön. Tolles Zuspiel. Oh ja, da hat nicht viel gefehlt. Der Keeper ist da einen Tick schneller. Das war richtig gefährlich. Super Aktion. Das Schön. Ist die Balleroberung. Unwiderstehlich. Ah, und wieder weg. Ja, könnte was werden. Yusuf Paulsen. Ballverlust. Jetzt vielleicht die Chance für den Konter. Dem Rasen macht der Regen heute nichts aus. Da gibt es ja mittlerweile Mittel und Wege. Aber ich bin gespannt, wie sich das Wetter auf das Spielniveau auswirkt. Ja, auf jeden Fall schwierige Bedingungen. Gilt aber für alle Akteure. Also beide Mannschaften müssen damit klarkommen. Und die Gladbacher kommen. Und kommt nicht durch. Da erobert er den Ball. Schade. Alassane Plea. Ahnt hier diesen Pass. Weg ist der Ball. Durch, ne? Geht doch drauf. Kann er weit einwerfen? Wenn ja, dann könnte es gefährlich werden. Stefan Leiner. Ibrahima Traoré. Kommt jetzt der Ball in den Strafraum. Entschlossen geklärt. Amadou Haidara. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Schön dazwischen gegangen. Okay, spielen wir mit uns selbst. Hasse. Spiel läuft weiter, Vorteil für die Gladbacher. Nein! Und die Balleroberung, wichtig. Was ist das denn für ein Pass? Warum spielt er den denn so kurz? Bertrand. Amadou Haidara. Er passt ihn auf den Flügel. Oh. Gefettfingert. Die Nachspielzeit 2 Minuten. Viel hey, Zeit kann man nicht dein Ernst sein. Nicht mehr. Ibrahima Traoré. Strobel. Florian Neuhaus. Ja, mit viel Übersicht. Steil gespielt, gute Idee. Was für eine Parade. Also ich glaube ehrlich gesagt, dass sie das Tor hier machen müssen. Aber der Keeper, sensationell. Kommt der da noch dran, ey? Ecke kommt. Der Angriff erstmal wieder vorbei. Ball ist jetzt erstmal raus. Gute Parade. Komm. 0-0 zur Pause. Bisher kein Team mit entscheidenden Vorteilen in dieser Partie. Ja, Halbzeit hier. Und damit hat auch er seine erste Hälfte hier geschafft. Na, nicht so gut, ne? So, gehen wir rein in die zweite Spielhälfte. Es ist hier bislang wirklich alles ausgeglichen. Amadou Haidara. Tyler Adams. Balleroberung, ja, da sieht sehr man schön. Die Übersicht, dieses Spielverständnis. Lea. Strobel. Schöne Aktion. Ah. Er pfeift ihn zurück. Abseits. Come on, das kann nicht viel gewesen sein. Das war knapp, aber ich glaube, er lag damit richtig. Na, nein. 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 Ich wehre mich. Und da ist der Ball wieder weg. Und hier sehen wir die nächste Bundesliga-Partie der Heimmannschaft. What? Da kommt der Pass. Keine Gefahr bei dieser Aktion. Mal reinspielen, das gibt uns nichts. Wo bleiben die klaren Torchancen? Ich glaube, wenn sie das nicht hinbekommen, wenn sie nicht mehr Gefahr vor dem Tor kreieren,
dann wird das hier maximal ein Remis geben. Und das wäre angesichts des Gegners eine große Enttäuschung. Jetzt hat er Platz, jetzt muss er flanken. Yusuf Paulsen. Nicht dein Ernst. RB Leipzig macht das Tor. Nicht dein Ernst. Er dreht sich nochmal um und macht ihn dann mit... Oh, ist nicht dein ja, Scheiß Ernst. Ja, den gucken wir uns natürlich nochmal an. Tolle Flanke von rechts. Das muss er erstmal so hinkriegen. Ja, natürlich. Ja, vertreten. Zur Hälfte die Vorlagen, genau. Eber, keine Frage. Ein klassischer genau. Treffer. Er kommt, klassisch. Den wir uns was? Hier nochmal anschauen dürfen. Ja, das fängt schon bei der Vorbereitung an. Und auch der Abschluss ist natürlich absolut gelungen. Ibrahima Traoré. Super Pässe da jetzt von Borussia Mönchengladbach. Könnte der Ausgleich sein. Ach, warum schieße ich denn immer drüber? Leck mich doch. Das ist, glaube ich, mein Problem, dass ich permanent immer drüber schieße hier. Ethan Apadu. Dreck, Scheißdreck. Amadou Haidara. Blicken wir auf das nächste Spiel von Leipzig. Es Bayern München heißt der Gegner im nächsten Bundesligaspiel. Na, das was ist denn hier? Das dürfte eine Kiste werden, wenn man die Mannschaften mal so vergleicht. Ja, energischer Vorschlag. Warum geht denn da keiner zwischen? Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können sie jetzt ihr Spiel aufziehen. Ey, komm weiter. 2-0 steht hier, sie machen einen guten Eindruck. Kann nicht sein, dass sie die erste Halbzeit sehr gut spielen und die zweite Halbzeit hier nur noch verkacken. Klar. Klasse, oh, wie er das Spiel macht. Das holt sich den Ball. Ist konsequent, da geht keiner konsequent zwischen. Jetzt ist gefährlich. Ballverlust. Klar gibt's das auch noch Freistoß für die, ne? Na klar. Jetzt wird's hier einen Wechsel geben bei RB Leipzig. Und da bin ich mal gespannt, wie das dann im Spiel vor allem auch taktisch aussehen wird. Die Distanz ist enorm, also ich glaube, das wird dann nicht direkt. Freistoß aus der Distanz, aber echte Gefahr kommt nicht auf. Und so bleibt's erstmal bei diesem Spielstand. Was? Nein, wer soll diesen Pass kriegen? Weg ist der Ball. Diego, schönes Zuspiel. Das war doch. Sommerheld, Ball ist noch im Spiel. Der geht an die Latte und zurück ins Feld. Alter. Der war keine gute Aktion. Ja, nimmt sich einfach mal ein Herz. Schuss aus der Distanz, aber keine große Torgefahr. Nee, das war dann am Ende doch zu unpräzise. Da hat eine Menge gefehlt. Jordi Alba ist zu Manchester City gewechselt und verlässt den FC Barcelona. Ach, es ist wichtig, dass er jetzt doch, Klarheit ey, warum hat. Kommt denn kein Ball davon an? Ist es so. Jetzt ist er durch. Und der läuft da einfach so zwischen, Yusuf macht sein Paulsen. Tor oder was? Parade Sommer, noch immer gefährlich. Ist das nicht verarschen? 20 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Das könnte eine Gelegenheit werden. Sicher vom Torwart. Gut gemacht. Das Wetter hat sich zumindest etwas gebessert in den letzten Minuten, Buschi. Ja, der Regen hat ein Stück nachgelassen. Hoffentlich fängt es gleich nicht schon wieder an. Seine Pässe sind heute erstklassig, auch der hier wieder. Was jetzt? Jetzt ist es soweit. Unter dem begeisterten Beifall der Zuschauer geht er vom Platz. Tolle Partie von ihm heute. Sehe ich genauso, Wolf. Das war Weltklasse. Kann sein, dass er heute immer wieder 2-0 verlieren. Spieler des Spiels. Natürlich so kotzen. Nico Elvedi. Florian Neuhaus. So, die da letzten schon wieder, 15 wie kann Minuten das sein? Jetzt. Wie kann er sich denn dann so vormogeln? Seine Pässe kommen heute richtig gut an. Geht doch zwischen. Er war noch dran, gibt Ecke. Die Schlussphase der Partie bricht an und die Fans geben nochmal Vollgas. Und dann wollen wir doch mal sehen, ob sich das auf die Mannschaft überträgt. Ist hier immer noch am Ball. Chance zur Flanke jetzt. Verteidigt er den Ballbesitz. Er zeigt den Vorteil an, sie können weiterspielen. Warum? Jetzt vielleicht. Ist denn dann nicht weg? Das ist nicht dein Ernst. Und jetzt die Chance.
Wieso kriegt der den denn da nicht zwischen? Alter. Das nervt richtig. Ecke in die Mitte. Gutes Pressing jetzt. Hermann. Ja, und wenn er mich jetzt die ganze Zeit festhält, ist in Ordnung, oder was? Willst du mich verarschen? Gut durchgesetzt, gefährlich. Richtig, dass er da klärt. Jetzt gibt's Einwurf, nicht weit weg vom Tor. Und Hermann. Sieht gefährlich aus. Flanke an den kurzen Pfosten. Ah. Geht er hier heute ohne Gegentor aus dem Spiel raus? Sieht ganz danach aus momentan. Und beim Blick auf die Uhr sehen wir, lange geht's nicht mehr. Ja, ganz sicher. Ball ist aus. Yusuf Paulsen. Demme. Was? Hä? Der hat doch gerade gepfiffen. Yusuf Paulsen. Gegen was hat der gerade gepfiffen? Macht er gut. Matheus Cunha. Er passt auf und wirft sich in den Schuss. So, da wird die Nachspielzeit angezeigt. 3 Minuten. Oh, nee. Demme. Fickt euch doch. Kampe. Wird das seine Torchance? Auf geht's. Früh wird er jetzt gestört. Super Pass. Raylan Bolo. Vielleicht der Anschlusstreffer. Klasse aufgepasst vom Torwart. Letzte Chance. Er geht in den Strafraum. Nee, das war's. Abpfiff. Fuck. Und damit beendet der Schiedsrichter die Partie. Das Spiel. Ja, bla bla bla, verstehe ich nicht. Einfach weiter, ich werde mich den Fragen diesmal nicht stellen. So eine Scheiße. Das kann nicht sein. Wir haben so viele Baustellen bei uns irgendwie. So viele Leute von mir sollen Nationaltrainer, also Nationaltrainer, Nationalspieler sein. Aha. Hey, was haben wir jetzt hier für 35 Millionen? Wir brauchen irgendwie wer, der ein bisschen besser ist irgendwie. Ist halt super teuer, ne? Ist nicht ganz so teuer. Sollen wir es mit denen nochmal versuchen? Können wir den jetzt hier mal anquatschen? Achso, es geht gar nicht, ne? Okay, Positionen. Also, im Mittelfeld. Ich hab da keine Ahnung von, ne? Machen wir so nicht. Ja, die Moral ist natürlich im Eimer, ist natürlich klar. Oh, er hier. Letzte Frist für Transfer. Ja, das würde ich ja machen. Nee, die... Wo sind denn hier meine Transfers? Nee. Ah, hier.
Das ist der, den ich haben wollte, ne? Oder der? Was ist der? Der ist minimal stärker, ne? Aber was kostet der denn? Sieht ihr nicht. Was ist der denn wert? $29 million? Nee. Herzlich willkommen, legen wir gleich los. Na klar. Machen wir. Sprechen wir erstmal über die Art des gewünschten Deals. Wie über die Art? Ich will kaufen. $17,500? Oder ist das zu viel? Probieren wir mal. Gucken, was wir sagen. Wir sind bereit, $17,500 zu bezahlen. Klingt das akzeptabel? Hm. Das ist ein faires Angebot. Aha, okay, perfekt. So, was war mit ihm hier? Ah, den kann man doch wieder kaufen. Aber so viel Geld habe ich jetzt nicht mehr, ne? Nee, das ist ja zu wenig. Hast du verleihen? Ja, okay, das können wir machen. Das nicht. Ach so, nee. Warte mal. So, den auch. Den will ich auch haben. Kann man vielleicht mit Doppelspitze spielen. Der ist 17,5 wert. 18? 18? Transferbudget haben wir noch 35. Ja, läuft. Vielleicht 18,5. Wie ist es mit 18,5? Eine Mille mehr. Wir schlagen auch ein Weiterverkaufsgebühr vor. Was? Auf 5 Millionen Weiterverkaufsgebühr. Boah. Ist der so viel wert? Nee. Ich will die Wiederverkaufsgebühr erstmal weg haben. Okay, perfekt, das machen die. Sehr gut. Dann hätte ich meine zwei Stürmerchen. Das wäre dann ganz praktisch. Dann müssen wir das hier umstellen auf eine andere Formation.
Das wäre eine Formation. Hier 2-2-2. Probieren wir das mal. Ja, speichern bitte. So, dann schauen wir mal, wen wir hier haben. Der ist Innenverteidiger. Innenverteidiger, rechter Verteidiger, linker Verteidiger. Das ist ja soweit richtig. ZDM, ZM, okay. RM, rechtes Mittelfeld, zentrales Mittelfeld, linkes Mittelfeld. Dann sollten wir die beiden tauschen. Dann haben wir zentrales defensives Mittelfeld, zentrales Mittelfeld. Ja, das geht doch, oder? So, oder haben wir noch... Ach so. MS. Mittelsturm. Na, warum haben wir den denn? Müssen wir jetzt noch nicht benutzen, ja? Okay. Ja, speichern. Schön, dann machen wir das noch zu Ende. Was ist hier? Meine Agenda. Nee, warten, Kondition, Wechsel, welche. Okay. Aha. Nö, wir machen hier nichts mehr. Meine sind enttäuscht, dass wir nicht kontaktiert haben, wohl verhandlungsbereit, bla 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 bla. Was? Oh nein, ich hab's vergessen. Ich hätte noch was machen müssen. Oh, das finde ich aber schlecht gemacht. Wow. Beide habe ich jetzt nicht gekriegt. Ja. Beide habe ich nicht gekriegt. Kacke. Ich habe eh nicht so viel Geld mehr, deswegen ist das okay, können wir einfach so durchskippen. Wieso kriegen die alle keine Antwort? Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich halt nicht, ne? Ach so. Hä? Erfahrung, ein Scout mit. Mehrfach für eine größere Anzahl an Spieler. Einschätzung. Es wäre aber besser und Einschätzung für eine bessere Spieler. Okay. Ja, der ist auch ganz okay. Ja, guck mal in Deutschland. Ne, guck mal nach alle. Mach mal. So, du. Ist auch nicht schlecht, ne?
mal hier Spanien. Vielleicht mal ein Spanier oder ein Portugiese. Hm. Auf geht's. Den letzten Platz lassen wir erstmal nochmal frei. Weil ich da nicht weiß, was ich machen soll. Achso. Okay, jetzt haben wir die ganzen Leute losgeschickt. So. Gott sei Dank ist das der Spuk hier vorbei, ja. Jetzt meckern die eh wieder alle. Zu kaufen? Nee. Hier wird keiner mehr gekauft. So. Jetzt sind wir auf dem letzten Platz. Ist natürlich scheiße. Aber es hilft uns jetzt gerade nichts, ne? Es hilft uns jetzt leider nichts. Okay, der ist noch jung. Wollen wir mal. Vielleicht wird der stabil, ha? Huh? Genau, wir werden den jetzt fördern, aber massiv fördern. Dann sollen wir mal gucken, was wir mit, ob wir mit dem was anfangen können danach, ha? Na, geht doch. Geht doch. Wenn wir den so weiter fördern, wird's besser. So, dann würde ich sagen, ich danke euch fürs Zuschauen. Wir machen in der nächsten Folge weiter. Und wir gucken schon mal an, was wir machen können in der nächsten Folge. AC Roma hat Interesse an das. Interessiert uns nicht. Wir wollten das ja weitermachen. In der nächsten Folge haben wir dann ein Spiel gegen Köln. Ich danke euch fürs Zuschauen. Also, bis dahin. Ciao.